Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Merian und zeige euch heute on Rusty Rails, denn die Jungs und Mädels, was weiß ich denn, von Black Pants Studios waren so freundlich, mir einen Key zur Verfügung zu stellen zu ihrem neuesten Titel on Rusty Rails. Wer meint, Black Pants Studios schon mal irgendwo gehört zu haben, ganz recht, das habt ihr wahrscheinlich. Und zwar haben die gemacht, geschrieben, produziert, Grandfather's Leftovers oder sowas ähnliches. Also ein, das war ein 3D-Jump'n'Run, wo man sich durch die Gelände schnittern konnte. Ging's irgendwie darum, um Großvaters Unterhosen. Aber kommen wir jetzt viel lieber zu On Rusty Rails. Ich habe ungelogen überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich habe das Hauptmenü gestartet und danach die Aufnahme. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Und vor allem werden wir mal gucken, wie lange ich mir das hier geben kann. Vielleicht kriege ich ja auch galoppierenden Brechreiz. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Völlig. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, es geht mit Xbox Gamepad. Das hat er direkt erkannt. Muss ich nicht groß eintragen oder so. Und was auch immer das gerade ist, ich werde es jetzt mal nicht skippen. Hab da auch was von. Okay. Roll Credits. Würde man bei CinemaSins jetzt sagen. Wir tun das selbstverständlich nicht. Ist das jetzt noch Intro? Ah, Gott sei Dank, ist das noch Intro oder spiele ich schon? Oh, cool. Vibration Support. Selbst in der Intro-Szene. Bin ich da? Also, this is Elvis. Despair. His house is broken. Ha? Huh? Elvis, sein Haus ist kaputt. Er kratzt seinen Kopf, denkt nach, erinnert sich. Er hat eine Versicherung oder eine Garantie für sein Haus, die er raus aus der Tasche zieht. Und er wird jetzt loslaufen? Ah. Ziehe los, finde das Büro, hol dir ein neues Haus. Neue Hoffnung. Okay, und das bin... Ah, hier, jetzt in-game, ne? Okay, alles klar, in-game. Also sowohl D-Pad als auch Stick. Alles klar. Springen. Unter mir bewegt sich was. Hoffentlich hält das alles hier so. Sonst kann ich nichts. A, springen und hier D-Pad. Zumindest im Moment. Oben, LR. Nö. Gut. Alles klärchen. Also 2D-Jump'n'Run. Sehe ich das richtig? Ich denke ja. Also 2D, 3D. Das ist ja schon irgendwie dreidimensional, aber... The Suburbs. Cheap but rusty. So, jetzt ist da ein Fragezeichen. Hätte ich da jetzt irgendwas drücken können? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ist das da? Da ist doch jemand. Kann ich zu dem Typ dahin? Nö. Okay. Ah ja, okay, ich kann an Wänden hoch und runter laufen. Hätte ich das jetzt erraten müssen? Kann ich auch hier jetzt einfach so weit? Okay, alles klar. Alles klar, ich gehöre zur Kategorie cool. Ich kann an Wänden rumrennen. Alles bestens. Weißt du, normale Menschen wären einfach Super Mario-mäßig hier drüber gesprungen, aber so ist natürlich auch nicht. Warum oder wieso ich mich an Wänden langhangeln kann, möchte mir jetzt wahrscheinlich niemand auf Anhieb sagen. Das ist einfach so ein Special-Ding. Ich kann das halt. Hier kann ich auch. Okay, alles gut. Ach, ich kann sogar mich da... Ach, du Mini. Ah, okay. Warum nicht? So Ultra Gravitron Mega Schüchen oder wie oder was? Hui! Tube Lift. Travel fast everywhere. Okay, alles klar. Zack, weg ist er. Rank 25, Zeit. Okay. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was ich hier eigentlich tun soll, aber ich mache einfach mal weiter. Also. Olaf presents live backup. Only one. As good as new. Aha. Okay, jetzt bin ich quasi... Was? Ich habe so eine Ahnung, dass das nicht gut ist, wenn ich nass werde. Aber wer bin ich schon? Verstehe. Das Klärchen. Also, Wasser ist unser natürlicher Feind, wie es scheint. Dafür kann ich mich überall festhalten. Also, es gibt Vor- und Nachteile in diesem
etwas merkwürdig anmutenden Universum. Bisher auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So viel Ehrlichkeit muss sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Errungenschaft. Okay. Aber hier jetzt irgendwas tun? Nö, nicht so. Okay, alles klar. Ich habe, also im Moment ist es ein 2D-Jump'n'Run, in dem es darum geht, für dieses Ding, was auch immer das hier ist, den Garantieschein fürs Haus habe ich. Okay. Es geht auch darum, nicht in die Tiefe zu stürzen. Für den es darum geht, irgendwie ein Office zu finden, wo man sein Haus wiederherstellen kann oder ein neues Haus kriegt. Savings 1 von 5. Reassemblies 2. Okay, also hier geht irgendwas kaputt, wenn man drauf rumläuft. Was? Alles klärchen. Wuhu! Na, das war anzunehmen, dass das passiert. Once again, Party. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ich komme nicht um die Ecke. Was war das? Button? Ah ja, okay. Also viel Fragezeichen? Wie Fragezeichen? Also nur um nochmal ganz sicher zu gehen, ich mag kein Wasser, ja? Okay, ich mag kein Wasser. Ich wollte nur wissen, ob das eben der Blitz war, der mich gekillt hat. Oder ob das irgendwie wirklich das Wasser ist, aber es ist scheinbar wirklich das Wasser. So, da unten ist jetzt der Ausgang, aber irgendwie geht's hier noch weiter. Ich rieche ein Secret. Na, ich rieche ein, in die falsche Richtung drücken. Also wir unterliegen schon noch der Schwerkraft. Ja, in der Tat, wir unterliegen der Schwerkraft. Donk. Aber dann irgendwie auch wieder nicht. Wir nennen es einfach mal Magnetschuhe. Ich bin ein Roboter mit Magnetschuhen. Wollen wir uns darauf einigen? Hier ist doch gar nichts mehr. Was macht das für einen Sinn hier oben? Kann ich irgendwie hochgucken? Nö. Na gut. Und tschüss. Reassemblies 3. Es wird nicht besser. Also ein 2D-Jump'n'Run, was in irgendeiner Art und Weise auf Zeit geht. Geht? Ja, können vor lachen, wenn ich da unten bin. Hä? Okay. Alles klar. Das ist... Okay, das ist jetzt ziemlich geil, muss ich sagen. Sowas kann ich ja... Das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Unter Druck laufe ich ab und an zur Höchstform auf. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen wenig rede, aber... Wie gesagt, keine Vorbereitung gehabt in dem Sinne. Gar nicht mal so übel. Ah, okay, es geht weiter. Mit Zeitdruck. Alles kein Problem. Wie ein Boss, wie ein junger Gott hüpft er von A nach B. Lässt jede Plattform hinter sich, wäre fast gestorben. Tut aber so, als wäre es Absicht gewesen, um Zuschauer zu thrillen. Thrillen oder thrillen? Thrillen. Ich bleib bei thrillen. Nett. Rang 2. Wie, das ist ja noch schneller gegangen. Gibt es irgendeinen Weg? Irgendwie zu boosten oder sowas? They are watching you. Alles klar. Danke, Bro. Schön, dass du das da aufhängst. Kann ich hier hochklettern? Warum machen die mir einen Daumen hoch? Was hat das zu sagen? Ich sehe gut aus? Oder rieche gut? Leute, ich brauche Kontext. Warum? Okay, alles klärchen. Dinge, die ich nicht verstehe. Teil 1 bis 15.
Ich vermute mal, das soll einfach nur gut... Okay. Soll ich jetzt sagen, ich vermute mal, das soll einfach nur gut aussehen, aber vielleicht... Was? Kacke? Code? Code. Ich hab noch keinen Save Point Ding. Wie krieg ich das jetzt gebacken hier? Einfach mal so. Also im Endeffekt einfach nur die zusätzliche Schwierigkeit, dass der Level sich verändert. Vor meiner Nase quasi. Gut. Hätten wir das auch gekonkert. Was sagt die Uhr? Die Uhr spricht irgendwas um die 11 Minuten. Dann sage ich jetzt nochmal ein Levelchen und dann gucken wir nochmal ein bisschen das Hauptmenü. Und dann ist das auch gut, ne? Würde ich jetzt behaupten. Komm, wir gehen direkt unten rum. Ja, tschüss. Ja, liebt mich. Werd's mir mit irgendwas verdient haben. Hüpf. Move to the city. No Harrys. Beweg dich zur Stadt. Keine Haarigen? Oh ja. Was soll das da drüben? Ich kann diese Zeichnungen nicht interpretieren. Blitzschlag? Der freut sich, glaube ich, mich zu sehen. Kein Plan. Ich habe nichts zum Speichern. Oh, okay, alles klar. Gut. Das sieht auch nicht so gesund aus, ne? Gucken wir mal, ob wir oben lang kommen irgendwo. Diggity. Elvis ist gepuzzelt? Rotes Licht. Push. Strap. Zieh dir das um. Schnall das an. So, jetzt macht mein Controller wieder auf. Alarm. Press X to use the suit. Okay. X drücken, um den Anzug zu benutzen. Anzug? Wo bin ich? Press B to skip. Ah, no more pain from rain. Ach, so ein Suit. Glücklich. Alles klärchen. Habe ich jetzt irgendeine Fähigkeit verloren dadurch? Ach, guck an. Das ist ja... Also quasi, was auch immer das ist, es mag mich in meiner ursprünglichen Form nicht und... Okay. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das wird ein ganz übler Puzzler. Dieses Spiel. Oh, das kann ich an der Wand laufen? Ja, kann ich. Okay, also das ist nicht beeinflusst. Das ist schon mal schön. Alles klar, hier unten ist aber nichts. Hätte ja sein können. Das heißt, zack. Das war nicht so intelligent, aber hat Spaß gemacht. Okay, ich habe das blöde Gefühl, dass das noch viel krasser wird. Das heißt, ich muss hier... Okay, das könnte wirklich... Das hat Potenzial. Ich bin wirklich völlig unvoreingenommen an die Sache rangegangen. Will sagen, ich habe jetzt nicht so viel erwartet, aber... Warum nicht? Ich weiß immer nicht so genau, was ich da tue, wenn das passiert. So, jetzt sind die glücklich? Jetzt finden sie mich scheiße. Aber wie die auf mich... Es ist halt... Jetzt finden sie mich geil? Jetzt finden sie mich scheiße. Okay, das ist... Checken die und ich direkt vor denen stehe. Aber gut. Alles klärchen. Was ist das? Okay, jetzt habe ich... Das ist quasi die Info, dass ich jetzt auch hier speichern kann, solange ich der Typ bin. Also dieses Verkleidete. Ja. Nehmen wir an. Und ihr grüßt mich und... Jetzt war ich ein bisschen doof. Na gut, okay. Ich habe eben schon gesagt, nur noch ein Level. Jetzt bin ich schon wieder viel weiter, weil ich diesen krassen Anzug bekommen habe. Ich sag mal, das reicht für heute. Das war... ich habe den Namen vergessen, weil er nirgends mehr steht. Wir drücken mal Pause. No Rust Below oder so? Keine Ahnung. Wir gehen nochmal ins Titelmenü, dann weiß ich's. Ja, es war hochprofessionell, ich weiß. On Rusty Trails, genau. Das war On Rusty Trails. Ich habe euch versprochen, bevor ich es vergesse, wir gehen nochmal kurz ins Hauptmenü. Also Resume ist klar, Select Level. Könnt ihr wirklich mal ins eigentliche Hauptmenü gehen. Ist vielleicht ein bisschen besser. So, Continue, Select Level. Ich nehme an, nur die man freigespielt hat. Alles andere wäre auch... Oh ja, da geht noch ein bisschen was.
Ja, also auch an Levelvielzahl ist ein bisschen was. Komm, wir zählen mal durch. Also den einen, den wir gesehen haben, zumindest an Grobwelten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Alles klärchen. Gut. Ja, gut. Und da wiederum auch so ein paar. Also da geht wohl ein bisschen was. Optionen, Auflösung ist klar, Qualität war ich jetzt nicht dran bislang. Okay, Quality normal, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen... Ah, nee. Ultra Crab! Okay. Controls, ist glaube ich auch naheliegend, Credits. Und, ja, nö, viel mehr ist hier nicht. Also, Multiplayer sucht man vergebens. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie man den hätte realisieren sollen oder was war das Ziel hätte sein sollen. Ist ja auch Wumpe. Höchstens Koop zeitlich gegeneinander. Das wäre ganz nett, aber egal. Ich schweife ab. Das war auf jeden Fall On Rusty Trails von Black Pants Studios. Bald, wenn nicht jetzt schon, auf Steam. Vermutlich käuflich zu erwerben. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mir irgendwas sagen möchtet, dann benutzt den Kommentarbereich oder besucht holase-linuxgaming.de, wo es mit Sicherheit in Kürze einen Artikel zu diesem Spiel geben wird. Denn den werde ich jetzt anlegen, wenn ich hier fertig bin. Das heißt, ihr könnt mir schon quasi gar nicht mehr zuvorkommen, aber ihr könnt den Artikel natürlich ausbauen. Denn holase-linuxgaming ist ein Wiki und braucht fleißige Autoren. Immer. Und sei der Beitrag noch so klein. Gut, jetzt reicht's aber mit der Werbung. In diesem Sinne, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut rein. Und tschüss.